Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Schnelltest, meine verehrten Zuschauer von YouTube. Die anderen Zuschauer waren ja eben schon dabei und hatten den ersten Teil schon genießen können. Wir haben heute im Schnelltest wie immer 4 Zuschauerfragen. 4 kommen aus unseren Reihen und die präsentieren wir Ihnen gleich. Und wir fangen an mit der ersten Aktie, das ist die Alphabet. Da gab es Zahlen, Volker, und du ortest die jetzt für uns ein. Ja, Michael, ich habe richtig Spaß an der Alphabet, das muss ich sagen, denn sie liegt bei uns auch schon seit circa einem Jahr im Allround Depot. Wir haben jetzt etwa 100% plus damit gemacht. Die Zahlen zum ersten Quartal haben die Analystenschätzung komplett pulverisiert. Der Umsatz, der stieg um satte 34% auf über 55 Milliarden Dollar, also 3,6 Milliarden Dollar mehr als erwartet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das operative Ergebnis hat sich auf 16,4 Milliarden Dollar verdoppelt oder mehr als verdoppelt sogar. Und wenn wir auf den Gewinn je Aktie gucken, der lag bei 26,29 Dollar. Und das sind wirklich 10,62 Dollar mehr als erwartet. Auch das ist wirklich der Hit. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben, über 50 Milliarden Dollar. Das Unternehmen ist ja brutal Cashflow stark. Und ja, man muss die Zahlen vielleicht auch vor dem Hintergrund bewerten, dass in den letzten 3 Monaten wirklich 14 Analysten auch hier eine Upward Revision gemacht haben, also die Gewinnerwartung noch angehoben haben. Es gab nur 2, die runtergegangen sind. Auch vor diesem Hintergrund ist natürlich dieses massive Übertreffen der Analysten, der Konsensschätzung, das ist schon wirklich ein Ding. Also ich gehe davon aus, dass die Gewinnschätzung für Alphabet jetzt in den nächsten Tagen deutlich angehoben werden. Damit wird das KGV für Alphabet sicherlich wieder Richtung 27, 26 fallen. Wir dürfen nicht vergessen, in der Kasse liegen noch rund 70 Milliarden Dollar an Netto Cash. Das sind 5% der Marktkapitalisierung. Also wir haben ein hohes Wachstum von über 30%. Wir haben ein KGV von über 30 und das sind für mich Bewertungsrelationen, die wirklich nicht teuer sind. Also Alphabet bleibt für mich ein Trendinvestment und ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, sollte es jetzt, wie ich es eigentlich erwarte, Richtung Mai zu einer Konsolidierung an den Märkten kommen, dann wäre es Zeit, Alphabet zu kaufen. Der zweite Wert im heutigen Schnelltest ist zugleich die erste Zuschauerfrage, die wir gestellt bekommen haben. Und zwar ist es ein spannendes Trendinvestment und gleichzeitig auch ein Profiteur des Baubooms. Wir sprechen von der Assa Abloy. Ja, wie sie jetzt ausgesprochen wird, es ist ein schwedisches Unternehmen. Ich denke mal, die Zuschauer werden uns das schon in den Kommentaren darlegen, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Also es ist ein schwedischer Spezialist oder es ist sogar der Weltmarktführer für Zugangslösungen, für Schließsysteme, für elektromechanische Produkte, was hinsichtlich Smart Home immer wichtiger wird, Sicherheitstüren, Beschläge für die Möbelindustrie etc. Also es ist ein echter Weltmarktführer und es ist eben deshalb interessant, wir haben einen boomenden Bausektor, der nicht nur 21 boomen wird, sondern auch 22 boomen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Wir haben den Trigger, dass das Thema Smart Home Systeme immer wichtiger wird. Und wenn wir uns die Historie einfach mal anschauen von dem Unternehmen, dann sehen wir, wie konstant und nachhaltig man doch gewachsen ist. In den letzten 10 Jahren lag das durchschnittliche Umsatzwachstum pro Jahr bei 9%. Und das Spannende dabei ist, es gab keinerlei Druck auf die Marge. Also die EBIT-Marge von 16%, die wurde ganz stabil gehalten. Wir hatten 2020 eine pandemiebedingte Delle, ja, aber 2021 werden wir wieder deutlicher zulegen können. Wir haben schon im ersten Quartal ein Plus von 21% beim Gewinn gehabt. Man hat die Kostenbasis jetzt in der Pandemie massiv gesenkt. Also die Umsätze werden hier auf eine sehr schlanke Kostenstruktur treffen, die in den nächsten Jahren wieder dazukommen werden. Und dann werden die Gewinne deutlich steigen. Und deshalb ist auch ein KGV von 30 für mich nicht unbedingt zu teuer. Gleichwohl Mai-Konsolidierung. Das heißt, ich rechne auch hier mit einer Korrektur. Aber dann ist die Aktie auch im Kauf. Der Kurs klebt unten fest, aber wir wissen, wie man diesen Wert ausspricht. BYD. Genau, zu BYD habe ich heute mal überhaupt keine neuen Nachrichten und dennoch habe ich sie hier stehen, denn ich werde immer wieder gefragt in den letzten Wochen, warum läuft eine BYD nicht? Und da kann ich nur sagen, ja, warum läuft eine JD.com nicht?
Warum läuft eine Alibaba nicht richtig und viele andere chinesische Werte auch, die einfach alle nicht laufen? Also China hat aktuell ein Problem im Gesamtmarkt. Die einen argumentieren, ja, das Verhältnis zwischen China und den USA, das wird ja immer schlechter. Aber dann halte ich dagegen, okay, es war unter Trump genauso. Auch da war es problematisch. Und deshalb muss man mal überlegen, wo kann es herkommen? Warum schwächelt der chinesische Markt so im Moment und kommt nicht in die Gänge? Und ich sage, es sind hauptsächlich monetäre Gründe, weil was wir in den letzten Wochen doch deutlich sehen, ist, dass China das Kreditwachstum künstlich abbremst. Das Geldmengenwachstum M1, das hat sich fast halbiert. Und eine monetäre Säule ist für einen Aktienmarkt immer enorm wichtig. Ohne eine monetäre Unterstützung hat er es schwer zu steigen. Das Positive daran ist natürlich in China, okay, man kann es sich leisten zu bremsen. Man möchte nicht, dass die Konjunktur überhitzt. Bei der EZB hat man ja das Gefühl, dass sie sich es überhaupt nicht leisten kann, in irgendeiner Form zurückzurudern. Also die Chinesen haben Spielraum in ihrer Geldpolitik. Und ich vermute, dass man Richtung zweites Halbjahr, wenn man die Konjunktur jetzt etwas abkühlen lässt, dass man im zweiten Halbjahr auch die Schrauben wieder lockern wird. Also man ist da sehr flexibel. Aber das heißt auch, wir brauchen etwas Geduld für chinesische Aktien. Das könnte auch ein spannender Filmtitel sein, und zwar eine Sentiment-Killer aus dem Biden-Kabinett, die British American Tobacco. Genau, ich hatte sie ja vor 2 Wochen hier vorgestellt, dann sah es eher so aus, als ob sie nach oben wirklich ausbrechen würde, und dann kam die kalte Dusche. Die Biden-Administration, die zieht in Erwägung den Nikotingehalt aller in den USA verkauften Zigaretten auf ein Niveau zu senken, welches am Ende nicht mehr süchtig macht. Und das war eben dann die Keule. Aber man muss das Ganze eben jetzt auch wirklich relativieren. Klar ist, es wird wahrscheinlich noch nicht mal während der Amtszeit von Joe Biden kommen, weil so etwas ist auf juristischem Wege erstmal sehr, sehr langwierig. Es ist auch zunächst erstmal ein Vorschlag. Das heißt, die Gewinnzahlen von BAT, die werden sicherlich in den nächsten 3 bis 4 Jahren davon in keinster Weise tangiert werden. Diese Prozesse, die brauchen sehr, sehr lange. Dazu stellt sich natürlich die Frage, gerade auch für eingefleischte Raucher, ob die nicht dann einfach ihren Zigarettenkonsum am Ende erhöhen, um auf das entsprechende Nikotin-Level zu kommen. Das wird man dann schauen müssen. Wichtig ist, in der Vergangenheit haben die Tabakkonzerne ihr Geschäftsmodell immer an neue Regularien anpassen können. Die freien Cashflows sind stetig gestiegen. Das erwarte ich auch für die nächsten Jahre. Und deshalb heißt es für mich bei BAT, diese aktuelle Schwäche, die wir aufgrund dieser Meldung jetzt gesehen haben, das sind für mich auch klare Kaufkurse. Wir haben im ersten Teil der Sendung über die Quartalsberichtssaison gesprochen. Hier sind auch die Q1-Zahlen inzwischen da. Tomra Systems. Genau, kennt ja eigentlich jeder, ist der Weltmarktführer für Leergutrücknahmesysteme. Dazu kommen noch automatische Sammelsysteme. Es geht um Materialtransport und Verarbeitung. Es geht um Abfallerkennungs- und Abfallsortiersysteme. Am Ende dann noch die Materialverdichtung, wo man tätig ist, um es dann an den Recycler weitergeben zu können. Auch hier ist eben interessant, dass die Bruttomargen, für mich auch eine sehr wichtige Kennziffer, eigentlich sehr, sehr stabil liegen. Das heißt, Tomra hat überhaupt keinen Preisdruck. Die liegen um 42%. Man hat im ersten Quartal einen extrem guten Auftragseingang erhalten. Eigentlich war es noch nie so gut. Aber man hat auch im ersten Quartal eine Wachstumsdelle erhalten. Man ist beim Umsatz kaum noch vorangekommen, rein organisch. Man wird aktuell mit einem KGV von 60 bewertet, was ich etwas ambitioniert finde. Das heißt, um sie jetzt aktuell zu kaufen, wäre mir das zu hoch. Aber auch hier, wenn es im Mai die Konsolidierung gibt, dann kann man die Aktie sicherlich auch wieder einsammeln. Das bleibt auf jeden Fall ein Trendinvestment, und das Wachstumspotenzial für Tomra ist sicherlich noch sehr, sehr groß. Tomra war übrigens ein Vorschlag aus Ihren Reihen, meine Damen und Herren, genauso wie der folgende Wert, und zwar die CD Projekt. Genau. Ja, das ist ein polnischer Spieleentwickler. Der wurde im letzten Jahr massiv gehypt. Und dann hatte man halt einen Super-GAU mit dem Spiel Cyberpunk 2077, was eine enorme Reputation gekostet hat, was auch bis heute nachwirkt. Man hat jetzt für 2020 die Zahlen bekannt gegeben. Umsatz von
2,14 Milliarden Zloty, also ein starkes Wachstum und eine sehr, sehr schöne Marge. Man hat einen Nettogewinn von 1,15 Milliarden Zloty dabei erreicht. Man traf damit allerdings auch nur die Erwartungen des Marktes. Und dennoch gab es Druck auf die Aktie. Das lag eben daran, dass die Kosten auch massiv gestiegen sind. Und Analysten gehen davon aus, dass sich das in Q1, diese Kostenproblematik, weiter fortsetzen wird. Die Konsensschätzungen lassen ein KGV von 16 für das laufende Jahr erwarten. Das ist nicht viel, könnte aber auch in Anbetracht der wieder deutlich steigenden Kosten zu ambitioniert sein. In Analystenkreisen sagt man immer, CD Projekt, die machen sicherlich tolle qualitativ, wenn nicht die hochwertigsten Spiele überhaupt, aber sie sind am Ende auch zu perfektionistisch und die Kostenkontrolle, die hat man dann einfach nicht im Griff und deshalb bleibe ich hier auch weiterhin vorsichtig, würde auch nicht in dieses fallende Messer, was wir noch haben, reinkaufen. Mit einer Pipeline vom Allerfeinsten ist Moderna heute unser vorletzter Wert. Genau, Moderna sehe ich ähnlich wie BioNTech, die ich ja vor 2 Wochen auch hier nochmal vorgestellt habe, nur bei Moderna ist es so, dass sie noch eine wesentlich weitere Pipeline als BioNTech haben. Die Pipeline des Unternehmens, die umfasst derzeit 10 Produktkandidaten, die in der klinischen Entwicklung sind. Man hat ein sehr breites Spektrum an Krankheitsfeldern auf dieser RMNA-Basis. Und das Interessante ist eben, dass der Covid-Impfstoff, den man ja jetzt in der Welt verteilt, wirklich nur ein Paradebeispiel für das ist, wie schnell man eine Entwicklung auf dieser mRNA-Basis und auch eine Markteinführung vorantreiben kann. Das geht ruckzuck. Wir haben eine starke Pipeline. Wir haben 12-Monats-Forward-KGV von etwa 8. Deshalb gehe ich davon aus, dass Moderna jetzt nach oben ausbrechen wird und einfach weiterlaufen wird. Und der letzte Wert für heute ist zugleich die vierte Zuschauerfrage oder der vierte Zuschauervorschlag, den wir hatten. NanoRepro. Und die Frage hier, ist die Story schon beendet, Volker? Ja, NanoRepro ist weiter heiß diskutiert in allen Foren, stand aber zuletzt auch massiv unter Druck. Und der Hauptgrund, den ich dahinter vermute, das sind eben Ängste beim Preisdruck. Wir wissen alle, dass das Geschäft auf keinen Fall nachhaltig ist, dass die Preise natürlich sinken werden, dass am Ende wahrscheinlich auch die Nachfrage nach diesen Schnelltests sinken wird. Die Frage ist nur, wann. Ich vermute, ab 2022 wird es viel, viel schwieriger für NanoRepro. Auch im zweiten Halbjahr könnten die Preise schon deutlicher unter Druck kommen. Aber was man eben sehen muss, aktuell wird die Aktie mit 130 Millionen Euro an der Börse bewertet. Was ich jetzt als sicher unterstelle, und da bin ich mir auch relativ sicher, man wird zum ersten Halbjahr einen Umsatz von 250 Millionen Euro ausweisen. Das heißt, man wird das untere Ende der Spanne, was man für das laufende Jahr erwartet, wird man wahrscheinlich schon im ersten Halbjahr erreichen. Was den Preisdruck angeht, kann ich auch erstmal beruhigen. Also bislang ist es so, dass es bei NanoRepro so gut wie gar keinen Preisdruck gibt. Auf der Einkaufsseite ist es nämlich so, dass man auch in der Lage ist, bei dem chinesischen Produzenten die Einkaufspreise zu drücken. Die liegen nämlich in China etwa bei 30 bis 40 Cent. Ja, ich taxiere mal das NanoRepro etwa zwischen 80 und 90 Cent ein Corona-Test einkauft. Das heißt, man ist immer in der Lage, wirklich auch den Preis abzusenken. So, zum ersten Halbjahr denke ich, man wird etwa 100 Millionen Euro in der Kasse liegen haben. Zum Jahresende dürfte es noch deutlich mehr sein. Wenn ich das eben gegen 130 Millionen Euro Market Cap stelle, würde ich sagen, das ist ein Niveau, wo man sicherlich mal mitspielen kann. Zudem auch noch ergänzend, man hat sich natürlich jetzt im Zuge der Pandemie und über die Corona-Schnelltests auch neue Vertriebskanäle geschaffen. Und es wird sicherlich zukünftige Produkte geben. Im Gespräch ist es ja schon, dass man vielleicht dann einen Corona-Antikörpertest vertreibt. Also es gibt viele Möglichkeiten, diese nun aufgebaute Pipeline oder diese Vertriebspipeline auch für andere Produkte zu nutzen. Und auch das macht das Unternehmen sicherlich auf dem Niveau interessant. Aber es ist keine Frage. Es bleibt natürlich hochspekulativ. Aber Preisdruck gibt es für NanoRepro aktuell nicht.
Und damit sind wir am Ende des Schnelltests und auch am Ende der kompletten Sendung. Volker, ich danke dir für deine Ausführungen. Sie haben es eben eingeblendet gesehen, das war eine Aufzeichnung vom 28.04. Am 29., sprich am Donnerstag, haben wir unser Webinar mit Hansa Bernecker. Von daher haben wir diesmal einen Tag früher, als Sie es gewohnt sind, aufgezeichnet. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen auch jetzt schon ein schönes Wochenende. Der Schnelltest wird ja immer freitagsabends erst online gestellt. Und wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Ihr Michael Hüsken und Volker Schulz, vielen Dank. Das wünsche ich auch. Tschüss.